herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mann, was ein Süffwetter. Ich hatte extra auf dem Regenradar geguckt und eigentlich sollte es jetzt gar nicht mehr regnen, aber jetzt regnet es noch mehr als vorher. Aber es hilft alles nichts. Wie ihr seht, sind wir hier auf unserer zukünftigen Streuobstwiese. Und ich will heute anfangen und die ersten Bäume pflanzen. Ich habe die schon vorgestern in der Baumschule abgeholt und die müssen jetzt unbedingt in den Boden. Es hilft alles nichts, wir müssen sie pflanzen. Wir haben insgesamt, ich glaube, 14 Bäume. Da haben wir Apfel, Birne und Quitte. Die genauen Bezeichnungen, die schreibe ich euch in die Videobeschreibung, weil die kann ich mir nicht merken. Ja, was machen wir heute in dem nassen Video? Die Bäume werden ja quasi in einer Reihe, ist klar, im Abstand von 8 Metern mit einem Radius von 8 Meter gepflanzt. Und jetzt gehen wir mal gerade da runter. Weil hier wollte ich ja noch mit dem Tiefenlockerer durchfahren und dann das alles bisschen fräsen und grad machen. Das heißt, hier können wir noch keine Bäume setzen. Wir fangen hier ungefähr an. Hier. Und dann messen wir von dieser Baumreihe 8 Meter raus und setzen die Bäume dann hier in einer Reihe immer im Abstand von 8 Metern. Ja. Was habe ich alles dabei? Ich habe ja die Bäume dabei. Oh, ich habe schon Wasserflecken auf der Linse. Ich kann es aber nicht ändern, wenn es regnet. Ich habe die Bäume dabei. Dann habe ich als Dünger eine Ladung Hühnermist dabei. Gegen den Wühlmausfraß habe ich nicht verzinkten Hasendraht, dass der soll vergammeln, deshalb ist er nicht verzinkt. Das habe ich einfach nur mal so zum Abstecken. Dann haben wir die Schutzhüllen gegen Fraß. Wir haben einen Erdbohrer dabei. Ja, Spaten halt. Und ich habe was gebastelt. Ich habe hier an den IBC-Container habe ich einen Wasserhahn dran gebastelt und da habe ich einen kurzen Schlauch dran und dann kann ich hier Wasser zapfen. Und weil die Bäume so ein bisschen eingeschlammt werden, mir hat jemand gesagt, dass das, wenn wir die Bäume setzen, dass die ruhig richtig eingeschlammt werden. Aber ich glaube, das Einschlammen ist heute kein Problem bei dem Wetter. Man glaubt gar nicht, dass es vor kurzem noch geregnet hat wie ein Sau. Aber gut, ist ja schön, dass jetzt wieder die Sonne scheint. Wir messen jetzt mal von dieser Baumreihe aus 8 Meter hier rüber und dann in diese Richtung haben wir ja immer einen Radius von 8 Meter. Dann spanne ich hier mal eine Schnur und wir messen mal die Bäume ein, die wir pflanzen. Und ja, spanne eine Schnur, messe die Bäume ein und dann bohren wir schon mal die Löcher. Ich würde sagen, ich lasse da so ein bisschen Zeitraffer laufen. Dann, ihr wisst jetzt, was ich hier mache. Und ja, dann hören wir uns immer zwischendurch, während ich hier das einmesse. Thank you.
Jetzt habe ich hier mal 8 Bäume abgemessen und hier rausgemessen von der anderen Reihe aus, von da drüben, von den Bäumen aus, die ich damals mit meinem Opa gesetzt habe, weil die stehen ja alle in einer Reihe. Und jetzt habe ich hier 8 Meter rausgemessen und von da unten bis hierher 8 Bäume mit dem Abstand von 8 Meter gemessen. Und jetzt spannen wir zwischen dem Pfosten und dem untersten Pfosten, da ganz da unten, spannen wir eine Schnur und da platziere ich dann an der Schnur 8 Bäume. Und da müssen wir mal schauen, entweder mache ich dann hier eine zweite Reihe, was ich sehr wahrscheinlich machen werde. Und die zweite Reihe machen wir dann einfach parallel zu den Pfosten, die ich hier rausgemessen habe. Ja. Also ich ziehe jetzt eine Schnur bis runter zum letzten Pfosten, dann haben wir eine Flucht und da können wir die einzelnen Bäumchen dran pflanzen. Ja. So machen wir das. Oh, es regnet schon wieder. Die Sonne scheint und es regnet. Wir haben noch gar keinen April. So, ich mach weiter. So, jetzt haben wir hier eine schöne Flucht. Alle 8 Meter einen Pfosten. Jetzt fehlen uns noch 6. Wir haben 14 Bäume. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir die parallel hier setzen, hierhin, oder ob wir einfach weiter nach vorne gehen. Und ich glaube, wir gehen weiter nach vorne. Wir machen jetzt hier eine Reihe voll. Das heißt, ich mache die Schnur jetzt hier ab. Die Flucht haben wir ja jetzt. Ich habe die überall, wo ein Pfosten drin steckt, kommt ein Baum hin. Und dann machen wir die Schnur jetzt ab und machen vorne weiter und setzen da noch 6 weitere in die Reihe. Da müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal gucken, ob das passt. Ich messe das jetzt gleich mal aus, ob ich da noch alle 6 Bäume bis vorne hin hinbekomme. Ansonsten, wenn ich das nicht hinbekomme, fange ich eine zweite Reihe an. Ich messe das jetzt mal und dann schauen wir. So. 48 Meter für 6 Bäume bis hierher ungefähr müsste passen. Also wir machen eine Reihe. Wir machen jetzt eine Reihe hier. Wir setzen die Bäume in eine Reihe. Da kann ich mich dann auch da an der Reihe orientieren. Das lässt sich besser rausmessen. Und ja, das mache ich jetzt. Es regnet schon wieder. Jetzt habe ich eben meine Jacke ausgezogen und meine Kappe. Jetzt regnet es wieder. Naja. Ja, man hilft nicht. Wir müssen weitermachen. Ich hole mir jetzt mal hinne die Hölzer und dann messe ich die noch hier raus. Dann mache ich die Schnur hier ab und dann messen wir in diese Richtung nochmal 6 Bäume raus. Oh, da kommt wieder die nächste Regenfront. Hier ist auch Sturm wie Sau. Ich hoffe, dass es mit dem Ton klappt. So. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt habe ich alle 14 Pfosten gesetzt. Und immer, wo die Pfosten sitzen, bohren wir jetzt ein Loch. Bis ganz davor. Also das haut wohl super hin. Wir haben sogar vorne bis zur Grenze noch ein bisschen Platz. Weil ich will ja hier irgendwann einzäunen und Dorberschafe draufstellen
Und dann kann ich, aber nicht viele, so vielleicht 4, 5 Stück. Dann werde ich mir einmal im Jahr einen Bock leihen. Ja, werde die decken lassen. Und dann kann ich bei 4, 5 Stück, kann ich das immer schön unterteilen und kann das immer zum Teil abweiden lassen. Ja, also das geht jetzt bis davor. Da vorne haben wir noch locker 25 Meter bis zur Grundstücksgrenze, bis zum Weg. Und ja, das sieht sehr gut aus. Sind wieder ein Schrittchen weiter. Kann jetzt sein, dass ich gleich nochmal mich in den Schlepper setzen muss, wenn hier wieder ein Regenguss runterkommt. Und dann schnappen wir uns hier der Erdbohrer und bohren die Löcher, beziehungsweise fangen wir jetzt sofort damit an. Wenn es anfängt zu regnen, dann können wir immer noch uns in den Schlepper setzen, wenn es richtig anfängt zu regnen. So, das Unwetter geht weiter. Jetzt habe ich gerade mal ein Loch gebohrt. Und jetzt sitze ich schon wieder im Schlepper hier. Aber gut, ist so. Ich warte jetzt, bis der Regen durchgezogen ist. Und dann geht's weiter. Dann bohren wir schnell die Löcher. Und ja, dann können wir die Bäume setzen. Aber wie gesagt, jetzt muss ich erst mal warten, sonst bin ich gleich klatschnass. Aber es klappt gut mit dem Bohrer. Also ich hatte schon Bedenken, weil hier ziemlich viele Steine überall sind. Aber das Loch eben, was ich gebohrt habe, das hat gut geklappt. Ich hoffe, dass es auch gut weitergeht. So, dann warte ich jetzt, bis es aufhört hier zu regnen und dann machen wir weiter. Zack, Sonne scheint wieder. Verrückt. Gut, wir bohren jetzt mal die ganzen Löcher. Da haben wir jetzt mal ein bisschen was zu tun. Let's go! Leute, das hätte können anders ausgehen. Jetzt habe ich mir extra einen Erdbohrer damals gekauft mit Rutschkupplung. Und was passiert? Guckt mal. Dieser Gummi hier ist lose und der ist eben rausgeflutscht. Und ja, da hat mir der Bohrer mal richtig auf den Daumen gehauen. Ey. Dann bringt ja auch eine Rutschkupplung nichts, wenn dieser scheiß Griff hier lose ist, ey. Den muss ich unbedingt mal gucken, ob ich den irgendwie anklebe oder was. Heieiei. Naja, wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Löcher.
Die bohre ich jetzt noch schnell, wenn ich meine kleine Pause gemacht habe. Und dann können wir loslegen, da können wir die Bäume setzen. Das ist vielleicht ein Mist. Dann brauche ich keine Rutschkupplung, wenn dieser Griff nicht richtig fest ist. Naja, was willst du erwarten? Es ist halt, jo, China-Kram. Da muss man Abstriche machen. dafür kostet auch nur ein Bruchteil von anderen Geräten. Naja gut, den Griff, den mache ich irgendwie fest. Jetzt muss ich halt nur aufpassen, dass mir das nicht nochmal passiert. Aber wir haben sie ja bald alle. Und dann legen wir los mit dem Bäume pflanzen. So, bis auf die letzten drei Löcher habe ich alles gebohrt. Die letzten drei Löcher mache ich nachher, wenn ich dort bin, weil das ist ganz schön anstrengend. Wir gehen jetzt hin und fangen an, die Bäume zu setzen. Ich fange jetzt an hier mit denen hier. Das sind Apfelbäume. Und ja, da fangen wir jetzt da unten an. Da müssen wir noch diesen Draht noch zurechtknipsen. Und die ist wohl kaputt. Und noch Hühnermist als Dünger mitnehmen. Da habe ich einen Eimer mitgebracht. Und jo, dann schlemmen wir mal, ich glaube schlemmen heißt das, schlemmen wir mal den ersten Baum ein. Und ich habe auch noch eine Gießkanne für Wasser. Dann packe ich jetzt mal hier die Bäumchen aus, verteile die mal auf die Löcher. Und dann fangen wir die mal anzusetzen. Was ich auch gelernt habe, ist, man darf die Bäumchen gar nicht so tief einpflanzen. Die sollen nur bis zu dem Veredelungspunkt allerhöchstens eingepflanzt werden, nicht tiefer. Wir machen da jetzt ein Gitter drum gegen die Wühlmäuse und dann kippe ich da richtig viel Wasser rein, dass das richtig schlammig wird in dem Loch, dass da die Erde überall dran läuft, durch dieses Gitter durch. Beim nächsten Mal wenn ich das nächste Mal Bäume pflanze und hier so ein Gitter schneiden muss, bringe ich meine Akkuflex mit. Das geht dann schneller. Ja, jetzt muss ich es leider alles durchknipsen. Naja. Prozessoptimierung. Gucken wir mal, ob es schon irgendwie passt. Ja. So. Jetzt klappen wir das hier schön zu.
und verzwirbeln das hier oben. Der Boden ist bis tief drin klatschnass. Jetzt mit ganz viel Wasser das da reinspülen. Der letzte Baum. Ich habe übrigens vergessen, euch vorhin die Quitten mit aufzuzählen. Also wir haben noch Quitten, Quittenbäume, und euch ist bestimmt aufgefallen, dass ich dieses Gitter nicht mehr bei den anderen Bäumen drum gemacht habe. Aus folgendem Grund: Der Boden, der ist so schwer und so lehmig, dass ich den nicht da reingeschwemmt bekommen habe. Und bevor die Wurzeln in der Luft hängen, in dem Gitter, habe ich es dann sein gelassen. Ich gehe das Risiko ein. Ich hoffe, dass die Wühlmäuse die Bäume nicht abfressen. So, ich setze jetzt noch den letzten Baum und dann schauen wir uns nochmal alle Bäume zusammen an. 18 Uhr und wir haben es geschafft. Schaut mal. Da sind sie alle. Und jetzt war eben gerade noch hier mein Bekannter da, der mich auch beraten hat bei der Auswahl der Bäume. Und der hat sie mir auch direkt gerade geschnitten. Super. Jetzt können sie wachsen. Und jetzt gehen wir gerade noch mal an jedem Baum vorbei. Und dann sage ich euch auch genau, was das für ein Baum ist. Weil das steht auf den Zetteln hier drauf. Können wir mal gucken hier. Das ist ein alter Tafelapfel. Malus königlicher Kurzstiel. Ja. Ja, ist wirklich noch ein Kurzstiel. dann haben wir... Das ist Malus Berner Rosenapfel, zuverlässiger Herbst- und Winterapfel. Ja, dann gucken wir mal weiter, weil ich kann mir das alles nicht merken. Und dann haben wir Malus doppelter Prinzenapfel, guter schmackhafter Frühherbstapfel. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, bis wir da die ersten Äpfel dranhängen haben.
Dann haben wir Malus Danziger Kantapfel. Ist auch ein robuster Herbst- und Winterapfel. Als ob ich es vorher ausgemessen hätte. Die haben genau gereicht, die ganzen Bäume, bis vor in einer Reihe. Da haben wir ein Malus Edelborsdorfer. Sehr alter, robuster Winterapfel. Ja, jetzt kommen, glaube ich, gleich die Kirschen. Was haben wir hier? Genau, Ponus AV, Büttners rote Knorpelkirsche. Die sollen sehr, sehr lecker sein, hat die Frau von der Baumschule gesagt. Robuste, rotbunte Süßkirsche. Dann haben wir Ponus AV Schneiders späte Knorpelkirsche, sehr große, feine Süßkirsche. Ihr seht, ich habe die beieinander gesetzt, also unten die Äpfel, jetzt haben wir hier zwei Kirschen und jetzt kommen die Birnen. Und zwar aus folgendem Grund, wegen der Bestäubung habe ich die zusammengesetzt. Ich wollte nämlich eigentlich nur einen Kirschbaum mitnehmen und dann habe ich erklärt bekommen, dass es besser ist, wenn man zwei hat, da die sich dann gegenseitig bestäuben. Hier haben wir die Birnen, genau, Pyrus, Schweizer Hose, was steht da? Originelle gelb-grün gestreifte Herbstbirne. Da bin ich mal gespannt. Ich habe eigentlich so mit Birnen gar nicht so viel am Hut, aber wenn wir mal eigene haben, eigene Bio-Birnen, dann esse ich vielleicht auch welche. Pyrus gute graue, unscheinbare, sehr gut schmeckende Sommerbirne. Ja, da warten wir mal ab. Dann haben wir hier, kann man nichts mehr erkennen, Pyrus Gellerts Butterbirne, geschmacklich eine der feinsten Herbstbirnen. Ja, lassen wir uns überraschen. So, jetzt müsste noch eine Birne kommen. Die Konferenzbirne. Reich tragende und gut lagerfähige Herbstbirne. Lagerfähig ist ja wirklich gut. Da steht sogar noch unten dabei, sehr saftig, weich, vollschmelzend, süß. Da stehen sogar noch die Eigenschaften dabei. Das ist sehr interessant. So, und jetzt kommen noch die Quitten. Cydonia Konstantinopeler Apfelquitte. Altbewährte Apfelquitte. Können wir lecker Quittensaft draus machen. Oder Quittengelee. Cydonia Cydora Robusta. Sehr gute, Heuwägelchen. Sehr gute Birnenquitte. Ah ja. So, und jetzt die letzte. Portugiesische Birnenquitte. Alte Birnenquitte für warme Lagen. Ja, das ist ja hier eine warme Lage, weil hier haben wir Süden. Hier ist der ganze Tag Sonne auf dieser Wiese hier. Das ist richtig schön. Hier zieht die Sonne vorbei. Oh Leute, ich glaube, es wird langsam dunkel. ja, wie ich eben schon gesagt habe, hier ist die Grundstücksgrenze. Und bis dahin hat meine Reihe gereicht, also perfekt. Und ich habe noch mal gemessen, wir kriegen hier noch eine zweite Reihe hin, die werden wir im Herbst pflanzen. Jetzt werde ich erst mal schauen, dass ich Dorberschafe kriege. Und dann können wir nämlich hier schön einzäunen und dann können hier die Dorberschafe können hier grasen. Und immer schön das Gras niedrig halten. Da brauchen wir es nicht zu mähen. Jetzt, wo wir fertig sind, scheint die Sonne. Aber nicht schlimm. Ja, wir haben es geschafft. Und sogar alles heute noch geschafft. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich alle Bäume noch in den Boden kriege.
wegen dem Wetter, aber das hat ja alles super gut geklappt. Was wir jetzt noch die Tage unbedingt machen müssen, ich muss meinen Motor-Mulcher, der einachsige Mulcher zusammenbauen. Und da müssen wir das mal alles mulchen, dass die Bäume, die hier stehen, rundherum ein bisschen frei sind. Vielleicht trägt der eine oder andere Baum ja noch irgendwas. Und ja, dann können wir demnächst hier anfangen einzuzäunen für die Schafe. Da freue ich mich auch schon drauf. Dobberschafe sind Fleischschafe. Ja, und dann muss ich mir noch hier von dem anderen Landwirt, der hier die, ja, das sind, ich hab, bin eben mal drüber mit dem Zollstock, es sind fast 3 Meter, die er mir hier abgenommen hat. Aber das ist kein Thema. Wenn ich die Tage der Tiefenlockerer dran habe, ziehe ich einfach eine Schnur von Grenzstein zu Grenzstein und dann fahre ich da drüber. Und ja, wenn die Schafe kommen, steht hier sowieso ein Zaun und dann ist das erledigt. Ja, meine Lieben, es wird jetzt wirklich gleich dunkel. Die Sonne verschwindet gleich da hinten hinterm Wald. Schön, dass ihr dabei wart und mit mir zusammen an unserer Streuobstwiese Bäume gepflanzt haben. Also, wir sind richtig gut vorangekommen. Ich bin happy. Ich dachte heute Morgen nicht, dass ich das alles schaffe, aber die Bäume mussten in den Boden. Die wären irgendwann kaputt gegangen, weil die ja schon seit 2 Tagen bei mir stehen. Und ja, wir haben es geschafft. Morgen setze ich gerade noch die Pfähle als Sturmsicherung. Das mache ich morgen irgendwann zwischendurch und dann ist alles fein. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!